Gegenwärtig, als dass die neuen Gemeindeglieder nicht immer wieder in inneren und äußeren Konflikten hin und her geworfen würden. Häufig finden sich einzelne Familien in einem Wohnhaus zur sonntäglichen Bibelstunde. Warum treten so viele? Auf den abgelegenen Außenposten leisten Krankenschwestern und einheimische Helferinnen schwere Arbeit in äußerer Not, die ebenso wichtig ist wie die der Seelsorger dort, wo innere Konflikte und Fragen aufbrechen. Die Gefahr besteht, dass die werdende Rungus-Kirche zu sehr nach dem Muster westlicher Volkskirchen zugeschnitten wird, obschon man diesen alten Fehler eigentlich vermeiden wollte. Umso mehr Erwartung liegt in den einheimischen Laienhelfern. Die junge Kirche steht noch auf unsicheren Beinen. Man bemüht sich, sie mit einer bestehenden Chinesenkirche, die auch aus der Basler Mission hervorgegangen ist, zu verbinden und damit zu stärken. Leider zeigen die Chinesen, auch die Christlichen, noch wenig Interesse an allem, was außerhalb ihrer eigenen Volksgruppe geschieht. Um die Notlage der Rungus haben sie sich bis jetzt nicht gekümmert. Auf ihren Plantagen arbeiten die Rungus für einen Hungerlohn. Wie vielerorts profitiert man von der Unwissenheit des Partners. Tapi kamu tahu di Indonesia uang tidak ada arti. Der Erfolg eines ersten Versuches, in einem gemeinsamen Gottesdienst die beiden Volksgruppen einander näher zu bringen, hängt davon ab, ob schöne Worte glaubwürdig werden durch Taten. Im Alltag, wo die Kontakte seit langem stattfinden, auf der Plantage, der unentbehrlichen Arbeitskraft gegenüber. Die Engländer hatten seinerzeit bald erkannt, dass mit den Einheimischen nicht viel zu gewinnen war und deshalb tüchtigere Chinesen aus Südchina herbeigeholt. Durch das Auftauchen dieser Siedler wurden die Rungus in ihrem Lebensraum zurückgedrängt. Zudem boten die Einwanderer als gewiegte Händler allerlei neue Artikel auf den einheimischen Märkten zum Verkauf an. Dem Rungus gefielen diese Dinge, doch hatte er kein Geld. Er bekam aber Vorschüsse, geriet dadurch jedoch in Schulden und musste plötzlich arbeiten gehen. Damit begann der unabwendbare Zerfall seines gewohnten Lebensstils, dessen Charakter er aber seiner religiösen Vorstellungen wegen nicht ändern konnte.
Die Umwelt änderte sich, der Rumguß nicht. So ist ihm heute die Existenzmöglichkeit weithin entzogen, umso mehr, als seine materiellen Bedürfnisse ständig wachsen. Hilflos steht er all dem Neuen gegenüber. Sein Beispiel zeigt einmal mehr, wie fragwürdig man sich in der Kolonialzeit den Menschen anderen Denkens gegenüber verhalten hat. Haben wir Christen seither umgelernt? Mit Unabhängigkeitserklärungen ist diese Vergangenheit nämlich noch nicht bewältigt. Über dem Gestern und Morgen des Rungus steht ein großes Fragezeichen.
Nama je znakom. Daudi. Sanatani. Resha. Die Vella Sigimim Betele. And Radafuli. Irdefonokom. Altik Halon. Ife Menachma. Die Hoda Kasta. Die La. Fatis non le re cum wa ana amerlcum tehevon le re cum titzelon le da fe cum cocavel di hen tehevon a havin lcum matabdina ai la Kautum lem haktia na zeltumma. Vila thil komara hem haki, hita. Hitha hivu denale dena. Koka vel dena a veif lekom. Antun. Hitha hivu lekom. Tinda un diehue ana arth costa. Haya. Laite in a shalabale him, Beatty.